Hi Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Und ich habe jetzt ein wenig weitergefarmt, so dass wir als nächstes auch die, was soll das sein, Handschuhe auch herstellen können. Durch die wird der Fernkampfschaden erhöht. Und als nächstes für die nächste Stufe bräuchten wir dann Bronze 20. Hä. Ach so, das eine ist an dem einen Arm, das andere ist am anderen Arm. Okay, verstanden. Hier bräuchten wir das andere Leder, dieses dickere. Und man kann sich die Rezepte beziehungsweise die Materialien, die man braucht, noch anheften, damit man das immer sieht. Und die steigen auch halt immer weiter im Level. Die würden Nahkampfschaden noch mit erhöhen. Dazu brauche ich Holz, wie das aussieht. Und das wird die Pfeilmenge erhöhen. Dafür brauchen wir auch Holz. Mal schauen. Hier wurde mir irgendwas angezeigt. Schatz plündern. Da sind wir 50 mal vorbeigelaufen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt zwischendurch auch mal nicht nur gegen diese Ollen. Was soll das sein? Das weiß ich nicht. Soll das Rehe sein oder eine Art Rehe oder Gnus, whatever. Was seid ihr? Es ist auch sehr cool, dass das Spiel wirklich alles speichert. Du killst irgendwas, das Spiel speichert diesen Fortschritt. Du sammelst irgendwas auf, das Spiel speichert den Fortschritt. Hier müsste es stehen. Ach nee, das ist ein Gazelle, okay. Genau, hier die Hyänen habe ich auch nochmal getötet. Für das Leder. Genau, wir brauchen hartes Leder. Bronze, Zedernholz. Das habe ich hier noch erledigt. Reihe, Steinbock, Ibis und Flamingo. Ja, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe festgestellt, dass wirklich irgendwas beim Rumlaufen meine FPS ein bisschen droppen lassen. Von 47 bis 50. Also maximal auf der doch 25 irgendwie runter, keine Ahnung. Aber hier soll irgendwas sein. Das war das. Wasserratten, Banditen, bla bla bla. Aber ich... Okay, und der Masse habe ich ja noch weniger FPS. So nicht. Okay. Ah.
Okay, also ist hier wirklich was versteckt. Ja, ja. Raubtierbogen, sehr schön. Bronze. Leichter. Oh. Und gleich erträglich. Sehr schön, komm. Komm, komm, komm. Gib mir das letzte auch noch. Zepter. Bitte Ausgang. Danke, 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 danke. Und geschafft. Sehr geil. Ich dachte, wir finden jetzt halt nur irgendwie Coins oder sowas, aber gleich noch zwei Waffen. Sehr geil. Beziehungsweise drei Waffen sogar. Guck mal, der schießt. Ich glaube, die schießen alle unterschiedliche Pfeile. Der ist im Aufladetempo schneller. Der schießt schneller und hat bessere Trefferwirkung. Und der macht im Schleichmodus mehr Schaden. Okay. Hier, ich nehme an, das sind normale Pfeile. Habe ich 2 von 15 nur noch. Das sind, ich nehme an, so leichte Pfeile. Das werden sowas wie schwere Pfeile sein. Also ich würde schon gerne den hier nehmen. Okay. So, schießt der. Ach, ich dachte, der schießt 2 Pfeile, aber er hat schon noch 2 andere in der Hand. Auch nicht schlecht. Okay, dann haben wir das schon geplündert. Das habe ich eigentlich gar nicht vorgehabt, aber okay. Okay. Da kann man irgendwie was entdecken, oder? Hat da jemand einen Screenshot gemacht und das wird ingame angezeigt? Ich glaube, es gibt auch irgendwie so einen Fotomodus oder irgendwie so. Aber dann werden wir jetzt ein bisschen erst noch auf die Suche nach Holz gehen. Da hinten wäre Bronze.
ist auch noch eine Quest. Aber ich habe doch Holz schon mal gesehen am Tag. Oh, das ist sogar Eisen. Okay. Das könnten wir bestimmt klauen oder so. Das ist schlecht. Dann werde mir erstmal diese Nebensons angucken. Rabia! Bayek! Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen! Hast du hier was? Für uns, so ein bisschen. Nein. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also, versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Okay. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Da wir nochmal... Das wird mir angezeigt. Ich brauche Holz. Holz. Soll irgendwo versenkt sein. Zeige den ungefähren Aufenthaltspunkt. Okay. Ganz zufällig, ganz in unserer Nähe. Springst du da runter? Solange mich keine Krokus im Arsch beißen. Hopp, jetzt. Alter! Der fährt ja mich an, das muss ich mir erstmal erholen hier. Geht wieder. So. Ausleihen.
Natürlich mitten in der Nacht fahren die rum. Ja, klar. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, Krokodile oder Nilpferde und sowas gibt, was die mitten im See oder im Fluss so fressen können, werden die abends bestimmt rumfahren. Okay. Okay. Wenn hier noch mehr rumliegt, nehmen wir das natürlich auch mit. Einfach nur lang schwimmen und Y drücken. Rabia wartet auf die Medizin. Warum? Hallo? Tauchst du bitte auf und hörst auf, Kopf im Wasser zu stecken? Jetzt wird komisch. Ich drücke nicht, dass er tauchen soll. Jetzt ist er getaucht. Ja, du sehr komischen Schwimmstil. Können wir schnell reisen, das ist... Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Die Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut, eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Okay. Genau, einen Fertigkeitspunkt haben wir bekommen. Meditieren. Okay, da kann man Zeit schnell vergehen lassen. Ja. Kopfschuss-EP. Pfeilsammler. Ich werde aber die Regeneration nehmen. So. Da vorne sind diese Reiter schon wieder. Die kann ich nicht leiden. Die Türken. Die haben mich schon einmal umgelegt.
Achso. Kapuze aufsetzen. Nein. Halt! Bleib stehen! Ja. Aha. Diese Zone ist tabu. Sollen wir es so machen, wie es gedacht ist? Ja, komm. Eigentlich gehst du jetzt auf den Adler. Hältst den Trigger. Guckst dann einmal rum. Hier vorne keiner mehr. Okay. Wir sind natürlich ein Parkour-Künstler und können hier überall lang. Hey, du kannst nicht fliehen! Stirbst du, Wurm! Ja, sehe ich auch so, aber ihr nervt. Hier hatte ich noch ein paar Pfeile. Irgendein Hinweis? Noch nicht. Das war's. Stirb! Verdammt, woher? Hey! Reiß dir die Eingeweide raus! Und auf euch zu bewegen! Bastard! Du entkommst uns nicht! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Doch, natürlich seht ihr mich, aber ihr seid dumm. Weg abschneiden!
Ich schlug dich auf. Nicht viel da diesmal. Du ruhst gleich in Frieden. Naja, man sollte vielleicht doch. Da bist du ja. Ne. Ich bin irgendwo. Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Los, komm! Zu langsam! Da bist du ja! Ach. Ich will die nicht tragen, ich will Loot. Hey! Ach, da ist immer noch einer. Was? Das war's! Stirb! Ach, es ist ja richtig nervig. Loot, keine. Doch. Jagdbogen. Stufe 2 Jagdbogen sogar. Nun ist Neo Jedian. Was? Natürlich könnte man die jetzt verstecken, halt Assassin's Creed-mäßig irgendwo reinschmeißen und dann. Reib Position gerecht! Wir holen uns den nächsten. Das ist einer von den Kranken. Okay. Überall Krankheiten. Okay. Ich pisse schon Erbsensuppe. Wer schießt hier? Hey, was? Stirb, du Wurm! Wollte ich auch gerade sagen. Es hätte bestimmt natürlich mehr XP gegeben, wenn wir alle lautlos mit Kopfschüssen getötet hätten und so weiter, aber. Cool. Und wieder ein Fertigkeitspunkt, sehr schön. Irgendwo war noch was, ich glaube, es war oben drauf. Jetzt habe ich eher genug Pfeile. Ich könnte schwören, dass irgendwo noch was war, noch was markiert war.
Doch nicht? Okay. Das wollte ich ausprobieren. Ja. Also zu den Bäumen. Nick Ennis, Segeriet. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Entschuldigung. Ich wollte hier nur gucken, ob es gibt. Okay, dann. Ja. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben Bescheid, dass wir alle getötet haben. Und das ist doch noch Loot. Das ist ein Geld. Bayek! Hattest du Erfolg? Alle umgebracht. Bist du stolz? Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. All der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Halskette und Katzenamulett. Was soll das sein? Inventar. Ach, kann man verkaufen. Okay. Kann man das irgendwie... Ich muss noch einmal alles fertig machen. Wir skillen noch einmal den Punkt und dann ist die extrem lange Folge auch dann zu Ende. Schwerer Angriff zum Aufladen, gedrückt halten, Luftangriff. Oh ja, den werden wir später auch noch lernen. Das war dieses Meditieren. Hier gibt es die Attentats-EP, die Headshot-EP. Ich weiß ich wirklich nicht, was ich nehmen soll. In Richtung Kriege. Das Parieren, ja, wann werde ich das denn mal irgendwann machen? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist cool. Okay, da werde ich mich später entscheiden müssen, wo wir da was hinpacken. Sigiriet. Okay, dann war's das. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.